Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Kita-Folge von Sport macht Spaß. Heute wieder mit mir und mit dem Stefan. Hallo. Was hast du denn da unten gemacht? Ich habe ein bisschen was gesucht und zwei Kochlöffel gefunden. Ah, perfekt, die brauchen wir nämlich heute. Und außerdem brauchen wir heute noch ganz viele Krötenflummis, Schlitterdackel und ganz viele Kastanien. Wir haben hier eine ganze Schüssel voll, schon vorher gesammelt. Und ein Handtuch brauchen wir auch noch. Also ganz schön viel. Lieber nochmal auf Pause drücken und das Ganze erstmal zusammensuchen. Und wir müssen natürlich wieder energielos werden. Ja. Und dafür toben wir gleich. Genau. Stefan, bist du bereit? Jetzt bin ich richtig bereit. Jetzt kann es losgehen. Okay, los geht's. In 3, 2, 1 und auf geht's. Ich bin eine langsame Eidechse, die erstmal aufwachen muss. Drehen. Und hüpfen. Quer durchs Zimmer. Klettern. Und verstecken. Und zickzack durch den ganzen Raum. Elisa, ich bin total bereit. Ja, ich auch. Wollen wir anfangen? Ja. Alles ist warm. Wir wollen uns erstmal begrüßen. Und als erstes begrüßen wir die Spinnen, die überall hin und her laufen. Die Spinnen laufen einfach überall hin und her. Und die begrüßen wir. Die laufen so durch ihr Netz, ne? Genau. Einfach überall lang durch euer Netz. Nach den Spinnen begrüßen wir die Gespenster. Die schlürfen auf dem Boden rum. Richtig nachziehen eure Füße. Super Gespenster seid ihr. Und als nächstes begrüßen wir die Wollmäuse. Das sind so kleine Bälle aus Staub. Die sind ganz klein. Und die rollen sich über den Boden. Und ihr seid auch alles kleine Wollmäuse. Hui. Okay, sehr schön. Und als nächstes begrüßen wir die Vögel. Die Vögel kennt ihr schon. Große Flügelschläge. Richtig schön groß. Oh, da ist er schon. Der Albatros hat es mitbekommen. Hallo. Albatros, hast du... Ja, da hast du was. Hä? Was ist das denn? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist unser Schlüssel und den wollen wir jetzt begrüßen. Wir können den Schlüssel in der einen Hand drehen und wir können den Schlüssel in der anderen Hand drehen. Sehr gut macht ihr das. Und jetzt begrüßen wir uns alle, denn jetzt geht's los. Diesen Schlüssel, den brauchen wir jetzt gleich, weil wir eine Schatztruhe auf dem Dachboden haben. Ich weiß aber nicht, wie es auf diesen Dachboden geht. Das weiß, glaube ich, Elisa, oder? Das weiß ich. Ich bringe euch hin. Wir wohnen im zweiten Stock, dann müssen wir erstmal ganz nach oben in den fünften Stock. Folgt mir einfach, ich kenne den Weg. Los geht's. Ich muss den erstmal einstecken. Jetzt geht's los. Und wir laufen die Treppen hoch in den dritten Stock. Oh, schaut mal aus dem Fenster. Sieht toll aus. Ihr macht alle mit, ihr lauft mit uns die Treppen hoch. Oh, und wir sind schon im vierten Stock. Mit dem Kaugummi, ne? Ja. Und fast da im fünften Stock. Die letzten Stufen. Puh. Sehr schön. Und jetzt, um auf den Dachboden zu kommen, brauchen wir noch die Leiter. Die Leiter, die müssen wir ein bisschen anders hochgehen. Dann nehmen wir erst die Hände und die Füße. Und ich laufe erstmal als erstes hoch. So. Einmal die Luke aufdrücken. Und so. Ich bin schon oben. Ihr könnt gerne nachkommen. Albatros, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich gucke mir das erstmal bei dir an, wenn du da hochgehst, okay? Okay, mit den Händen und mit den Füßen die Treppe hoch. Genau, das machst du super. Dann durch die Luke. Füße raus. Alles klar, das kriege ich hin. Auch. Die Leiter hoch. Zufassen.
die Luke und die Füße rein. Sehr schön. Dann sind wir ja jetzt vollzählig. Wir können uns erstmal umschauen hier oben. Guck mal, was hier alles rumsteht. Oh, es riecht auch ein bisschen muffig, ne? Das ist ein Riesendachboden. Und wir wollten ja die Schatzkiste zusammensuchen. Ja. Vielleicht seht ihr die zu Hause schon. Ich sehe auf jeden Fall jede Menge Wollmäuse. Ja. Ich nehme schon mal den Schlüssel. Und... Oh, ich habe sie entdeckt. Hier ist sie. Schließ die auf. Und mach diesen Riesendeckel hoch. Boah, was da alles drin ist. Verrückt. Das sind die ganzen Sachen, die wir brauchen. Und das ist wieder eine Schale mit den ganzen Kastanien. Perfekt, genau. Wir brauchen die ganzen Kastanien und die zwei Handtücher, die da liegen. Die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir auch noch, okay. Genau, die kannst du mir schon mal geben. Und du verteilst jetzt mal bitte die Kastanien überall auf dem Dachboden. Das könnt ihr zu Hause natürlich auch machen. Jetzt alle Kastanien, Bauklötzer, irgendwas, was ihr habt, die könnt ihr jetzt in eurem ganzen Zimmer verteilen. Perfekt. Sehr schön. Und jetzt sucht ihr euch noch kurz zwei Verstecke und legt die mit eurem Handtuch aus. So. So. Ihr könnt es natürlich zu Hause auch super alleine spielen. Bei uns spielen das jetzt der Stefan und der Albatros. Und zwar geht das Spiel wie folgt. Ihr habt eure zwei Verstecke und ihr sammelt die Kastanien ein und schiebt die unter euer Handtuch. Also versteckt die in eurem Geheimversteck. Ihr dürft aber immer nur eine Kastanie mit einem Lauf nehmen. Ist das verstanden? Habe ich verstanden. Albatros, welches Handtuch möchtest du denn nehmen? Du nimmst das, okay, dann ist das meins. Okay. Sobald ich los sage, geht's los. Auf die Plätze, fertig und los. Super. Genau, immer eine Kastanie und unter euer Versteck legen. Und ihr sammelt alle ein, bei euch zu Hause auch. Oh, jetzt ist der Stefan ein ganz kleines bisschen schneller als der Albatros. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte. Sehr schön. Genau, manche liegen ein bisschen dichter am Versteck, manche ein bisschen weiter weg. Da muss man ein bisschen länger laufen. Oh, ich glaube, der Albatros hat jetzt ganz schön aufgeholt. Ich hole die aber von überall aus dem ganzen Zimmer. Ja, der Stefan, der nimmt die weiteren Wege. Super. Albatros, nicht weiter wegschießen. Ich habe gleich keinen Platz mehr unter dem Handtuch. Ja. Sehr schön machst du das. Ihr zu Hause auch, wenn alle Kastanien schon weg sind, nehmt euch noch irgendwelche Bauklötzer, Puzzleteile, alles, was ihr zu Hause findet. Und 3, 2, 1 und stopp! Oh, der zählt noch, Albatros. Aber Achtung, die hast du verloren. Das waren noch deine. So, sehr schön. Und jetzt testet ihr doch mal mit den Füßen, müsst ihr am besten die Schuhe für ausziehen, wenn ihr welche anhabt, wie viele Kastanien denn jetzt in eurem Versteck liegen. Einfach mal fühlen, wie viele da jetzt drunter liegen. Genau, versucht mal zu zählen mit den Füßen. Sehr schön, genau mit den Zehen vorne. So weit kann ich gar nicht zählen. Hast du so viele Kastanien? Ich glaube schon. Ui. Und? Ihr zählt natürlich auch alle zu Hause. Genau, schön aufpassen, dass ihr keine Doppel zählt oder so. Ist ganz schön schwer in dem Versteck. Ich glaube, ich habe 15 gezählt. Oh, das sind ganz schön viele. Und du, Albatros?
Oh, 23? Ich glaube, das war 3. Er hat mir einfach zweimal weggeschoben. Okay, 23. Okay, sehr gut gemacht. Dann möchte ich jetzt aber auch mal gegen den Albatros spielen. Nur zu gucken macht ja keinen Spaß. Jetzt versuche ich das auch mal. Dann ziehe ich meinen Schuh wieder an und meine Socke. Ihr könnt es zu Hause auch machen. Und ihr könnt ja in der Zeit schon mal die Kastanien wieder verteilen. Genau, einfach aus dem Versteck wieder auspacken und quer durch den Dachboden schlittern lassen. Bevor ihr mich hier abwerft. Verteilt liegen, genau. Hier ist noch eine. Ja, ihr könnt euer Handtuch wieder ausbreiten. Ja, so. Wenn ich jetzt dreimal in die Hand klatsche, beim dritten Mal klatschen geht das Spiel los. Für euch zu Hause und hier für Elisa und den Albatros. 1, 2. Wieder versuchen, so viele einzusammeln, wie ihr könnt. Aber immer nur eine Kastanie mitnehmen, okay? Durchs ganze Zimmer rennen. Auch so ein bisschen Schlangenlauf durch die ganzen Kastanien machen. Weil die liegen überall rum. Und ihr lauft wieder die ganze Zeit. So, oh, hier liegt auch noch eine. Und wieder Bauklötzer, Puzzleteile, alles was ihr habt, könnt ihr mitnehmen. Alles unter euer Handtuch. Ja, Albatros und Elisa haben schon ganz schön viel eingesammelt. Und 3, 2, 1 und stopp! Okay, jetzt zieht ihr wieder einen Schuh aus. Vielleicht habt ihr den noch aus. Die Socke auch aus. Wir wollen es jetzt hinkriegen, dass ihr mit den Füßen die Kastanien aus dem Handtuch rausdrückt, okay? Das Handtuch soll dabei liegen bleiben und ihr drückt einfach nur mit den Füßen die Kastanien aus eurem Handtuch raus, okay? Dann sehen wir mal, wie viel da drunter sind, bis gar keine Kastanie mehr da ist. Okay, und auf geht's. Wo sind denn die Kastanien? Ah, da, hab sie gefunden. Ach, da kommen die ersten. Genau, versuchen alle rauszudrücken aus dem Handtuch. Huch. So, dass keine Kastanie mehr drunter ist. Aber Elisa, da sind schon ganz schön viele Kastanien rausgekommen. Der Albatros drückt auch alle Kastanien raus. Vielleicht seid ihr zu Hause sogar schon fertig. Oh, hier sind noch ganz viele unter der Ecke. Aha. Guckt doch mal zu Hause nach, ob ihr vielleicht doch noch ein paar Kastanien drunter habt. Hier sind noch 2. Albatros, bist du schon fertig? Okay, sehr gut. Ja, ich bin auch fertig. Sehr gut gemacht. Dann haben wir diese beiden Sachen gehabt. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und wir wollen noch ein zweites Spiel machen, okay? Dazu brauchen wir gleich den ganzen Rest, was wir gesagt haben. Noch die Krötenflummis und die Schlitterdackel. Okay? Und die verteilen wir uns gleich bei uns in unserem Zimmer. Okay, und wir spielen jetzt unser Labyrinth-Spiel. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal unser Labyrinth aufbauen. Ich würde sagen, das hier nehmen wir direkt als Startposition. Da haben wir auch schon ein paar Kastanien, die dürfen da liegen bleiben. Und im restlichen Dachboden werden wir jetzt unser Labyrinth aufbauen. Das heißt, Albatros, du kannst schon mal anfangen mit den Kastanien. Die genau so ein bisschen zu Hindernissen zusammenzuräumen. Genau, Stefan holt sich die Schlitterdackel und die Krötenflummis. Ich hole uns noch ein paar Kastanien für die Startposition. So. Und ihr baut jetzt euer ganz eigenes Labyrinth. Das kann so aussehen, wie ihr das wollt, okay? Nehmt euch doch ein bisschen Zeit. Genau, ich mache hier so eine kleine Linie. Sehr schön. So, kreuz und quer durchs ganze Zimmer. Linien legen.
oder einfach nur Hindernisse. Oh, das sieht aber schön aus, Albatros. Ist das eine Blume? Oh, hübsch. So, oh, da hinten sind noch Kastanien. Ihr könnt alles benutzen, auch noch so Spielsachen, die überall rumliegen. Was ihr so findet. Wenn Albatros eine Blume baut, dann baue ich auch eine Blume. Guck mal, hier hast du auch noch einen Krötenflummi. So, wir sind schon fast fertig mit unserem Labyrinth. Super gemacht. Ihr vielleicht zu Hause auch. Wenn nicht, einfach noch mal kurz auf die Pause-Taste drücken, dass ihr das bis zum Ende aufbauen könnt. Wir brauchen jetzt nämlich unsere Kochlöffel. Damit transportieren wir gleich unsere Kastanien zu unserer neuen Schatzkiste. Der Albatros kriegt einen und du kriegst einen. Danke. Und ganz viele verschiedene Formen, wie wir uns jetzt bewegen können, okay? Ich zeige euch das mal. Kochlöffel, einfach die Kastanie hier rein. Jetzt balancieren wir diese Kastanie durch unser Labyrinth. Könnt ihr euch ganz eigene Wege suchen. Könnt mal schneller laufen, könnt mal langsamer laufen. Und am Ende legen wir unsere Kastanie hier hin. Ich hole mir wieder eine neue Kastanie. Eben hatte ich die hier drin gehabt. Jetzt drehe ich das mal um und versuche die mal auf der anderen Seite zu balancieren. Ja, schon ein bisschen schwieriger, aber auch das kriegen wir alles hin. Wechselt auch mal die Hand. Und wenn die Kastanie runterfällt, einfach wieder rauflegen. Sehr gut. So. Dadurch, dass wir so viele Kastanien haben, das Neue, was ich jetzt machen will, wie so ein Hockeyschläger, führe ich jetzt die Kastanie durch unser Labyrinth. Durch unser Kastanienlabyrinth. Und führe die hier lang, auch mal wieder die Hände wechseln. Überall einmal lang. Den Weg sucht ihr euch einfach selber aus. Wow, ist gar nicht so leicht. Die rollt gar nicht geradeaus. Einmal um die Blume rum. Ich habe noch eine Idee. Kochlöffel stecke ich jetzt sogar mal ein und die Kastanie klemme ich in die Armbeuge ein. Könnt ihr euch alles einfach mal aussuchen. Ich fand das eigentlich mit dem Hockeyschläger ganz cool. Ich mach das könnt ihr auch noch mal machen. Zick. Ah, die Kastanie ist ein bisschen flacher auf der einen Seite. Die rutscht viel mehr. Dann mache ich das auch noch mal als Hockeyschläger. Zick. Vielleicht fällt euch ja auch noch was ein, wie ihr diese Kastanie transportieren könnt. Ich versuch's noch mal mit der anderen Hand zu balancieren. Oh, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Da hinten ist das Ziel. Ihr könnt euch jetzt noch euren zweiten Kochlöffel dazu nehmen. Eine Kastanie in den ersten Kochlöffel und den Deckel rauf auf die Kastanie und dann mit beiden Kochlöffeln durch euer Labyrinth balancieren. Ich laufe sogar mal rückwärts durchs Labyrinth. Bitte schön, Albatros. Mal ein bisschen schneller hier. Hui. Oh, der Albatros muss schon gehen. Danke, tschüss, Albatros, dass du da warst. Tschüss. Wir probieren noch ein bisschen weiter. Es gibt ja noch mehrere Sachen. Wir drehen jetzt mal immer so ein bisschen um. Versuchen, dass unsere Kastanie hier in den Kochlöffeln bleibt.
Könnt dabei auch versuchen zu springen. Könnt ihr euch wieder alles aussuchen. Ja. Sehr gut. Elisa? Ja? Ich finde diese Kastanien wirklich toll. Lass uns erst mal ganz kurz hinsetzen. Ja. Wir setzen uns hin. Ihr zu Hause auch. Die Kastanien, die haben ja, also ich finde die schon mal toll, weil die immer unterschiedliche Formen haben. Das finde ich toll. Und durch die unterschiedlichen Formen haben die auch ganz andere Geräusche, wenn die mal runterfallen. Stimmt. Das klingt anders, als wenn ich das hier auf das Handtuch fallen lasse. Und da fällt mir noch ein Spiel ein, okay? Ich habe in unserer Schatzkiste nämlich noch was gesehen. Das hole ich jetzt mal raus. Vielleicht findet ihr bei euch auf dem Dachboden auch noch ein bisschen was. Lass uns mal zu unserem Handtuch gehen. Ja. So, ich stelle mich da jetzt rauf und wir wollen nämlich jetzt ganz viele neue Geräusche kennenlernen, okay? Wir nehmen eine Kastanie und versuchen die entweder auf unsere Schlitterdackel zu werfen oder hier in unseren Becher rein oder in die Glasschale. Dann hören wir mal genau hin, was da eigentlich passiert. Ich mache den ersten Wurf, okay? Boah, sehr schön. Gucken, ob ich das auch schaffe. Das war aber ein schöner Klang. Genau. Habt ihr euch das Geräusch gemerkt? Jetzt versuchen wir mal, auf ein anderes Ziel zu werfen. Hat sich schon anders angehört, ne? Sehr gut. Okay, das versucht ihr jetzt zu Hause auch. Immer überall, wow, das war ein Schlitterdackel, oder? Ja. Immer irgendwo auf ein anderes Ziel zu werfen und einfach mal zu hören, was es da für unterschiedliche Klänge gibt. Wir probieren das noch ein bisschen weiter aus. Ihr zu Hause auch, natürlich das ganze Wochenende, die ganze Woche lang. Und wir sehen uns dann nächste Woche Samstag um 9 wieder zu Sport macht Spaß, oder? Auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss. Tschüss.